Wir sehen uns auf reitschuster.de. Im Internet kursiert eine Rundmail, in der unverhohlen Todesdrohungen gegen 250 regierungskritische Journalisten, Politiker und Prominente ausgesprochen werden. Es wird dort zu deren Ermordung aufgerufen. Stellen Sie sich vor, das wäre umgekehrt der Fall mit 250 Journalisten, Politikern und Prominenten, die stramm auf Regierungslinie sind. Leider gab es das schon gegenüber Menschen, die auf Regierungslinie sind. Das ist mit nichts zu rechtfertigen. Das ist schrecklich. Aber es fand wenigstens einen Widerhall in den Medien, in der Öffentlichkeit, war ein großes Thema, völlig zu Recht. Der Mordaufruf gegen Regierungskritiker hingegen, von dem weiß die Regierung offenbar überhaupt nichts und erscheint auch nicht sonderlich zu interessieren. Als ich heute auf der Bundespressekonferenz danach fragte, da wurde das sogar noch in den Bereich des Unglaubwürdigen gestellt. Erstaunlich. Schauen Sie sich das an. Dann habe ich ein anderes Thema. Da geht es aber auch um Sicherheit. Die kommt von Boris Reitschuster und ist an Herrn Seibert adressiert. Es geht um Todeslisten. Die Frage lautet, es kursiert eine Rundmail mit Todesdrohungen gegen 150 regierungskritische Journalisten, Politiker und Prominente. Frage, wie erklärt sich die Bundesregierung solchen Hass auf Regierungskritiker und was gedenkt sie dagegen zu tun? Ich habe keine Kenntnis von dieser Liste und deswegen kann ich das auch jetzt nicht kommentieren. Ich glaube, es ist aus den Ausführungen des Kollegen und aus vielem, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, mehr als klar geworden, dass wir jede Form von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, Bedrohung gegen Menschen, die sich politisch engagieren, Vorkommnisse, wie wir sie bei Demonstrationen erlebt haben, zutiefst ablehnen und dass wir alle auffordern, zu einem demokratischen Umgang miteinander zu kommen, wo man einander zuhört, wo man Argumente austauscht und wo man nicht zu solchen Mitteln greift. Ich kenne diese Liste nicht. Es soll auch Listen, vielerlei Arten solcher Listen geben. Das ist ganz grundsätzlich eine grässliche Sache, wenn es stimmt. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Bemerkenswert in meinen Augen die Reaktion der Bundesregierung und noch bemerkenswerter, dass keiner von den Journalisten dazu auch nur eine Frage hat. Ja, es sind wohl nicht die Journalisten im Saal, die da auf der Liste stehen, aber lässt das irgendjemanden kalt, wenn so etwas passiert? Wäre es da nicht eine Frage der journalistischen Solidarität, da genauso nachzuhaken und das zum Thema zu machen? Blankes Schweigen, aber oft sagt Schweigen ja auch viel mehr als lange Worte. Umso ausführlicher ging es dafür wieder um diese schreckliche Tat in Idar-Oberstein und da wurde in meinen Augen wieder massiv geframed dahingehend, dass man versuchte, diesen schrecklichen und entsetzlichen Mord politisch zu instrumentalisieren. Ich wiederhole es nochmal, dass der Oberstaatsanwalt im Interview mit uns sagte, er habe nie das Wort Querdenken in den Mund genommen und im Moment ist auch noch alles unklar, was das Tatmotiv angeht. Das hat auch der Oberstaatsanwalt betont, aber einige scheinen schon alles zu wissen. Schauen Sie sich das an. Eine Nachfrage nochmal an das Innenministerium. Am Mittwoch war das ja Thema hier. Sie sprachen in etwa, wenn ich das jetzt korrekt sage, von einem schlimmen Einzelfall, von dem man allerdings keine generalisierenden Aussagen treffen könne. Das war die Position des Innenministeriums. Kurz danach hat sich auch der Innenminister gegenüber der Süddeutschen Zeitung geäußert und kritisiert, dass Gesetzesvorhaben nicht umgesetzt worden sind. Da entstand dann schon der Eindruck, man hätte dieses Verbrechen vielleicht verhindern können. Ich wollte gerne nochmal nachfragen, was denn jetzt die Position des Innenministeriums dazu ist. Wie gesagt, erstaunlich. Es ist noch alles unklar. Es gibt keine klaren Ermittlungsergebnisse und jetzt wird schon gefragt, ob man das durch Gesetze hätte verhindern können. Und ob Sie diesen Widerspruch vielleicht auch zwischen Ihren Aussagen hier am Mittwoch und dem, was Herr Seehofer dann gesagt hat, nochmal erläutern können? Einen Widerspruch sehe ich nicht, aber vielleicht können Sie auch gleich erläutern, an welcher Stelle Sie genau diesen Widerspruch sehen. Ansonsten stehen die Aussagen des Ministers hier für sich. Vielleicht können Sie da noch einmal ausführen,
der Minister hat ja jetzt kritisiert, dass Gesetzesvorhaben nicht umgesetzt werden konnten. Hätte man denn, wenn man diese Gesetze umgesetzt hätte, diese Tat verhindern können? Das ist jetzt eine sehr hypothetische Aussage, die ich hier an dieser Stelle nicht treffen möchte und auch ehrlich gesagt nicht treffen kann. Mal hat man den Eindruck in diesen Tagen, dass das Innenministerium ein Fels der Vernunft in verrückten Zeiten ist. Dann hatte ich Herrn Jordans auch zu diesem Thema. Ja, Herr Wede, ich hatte am Mittwoch online eine Frage gestellt, die Sie nicht wirklich beantwortet haben. Deshalb versuche ich es jetzt nochmal. Aus dem Social-Media-Profil des Täters zeigt sich, dass er sich vor allem für rechte Politiker und Medien interessierte. Sehen Sie in Äußerungen dieser Politiker und Medien eine Quelle, aus der sich extremistische Querdenker befeuern? Ist in meinen Augen Framing pur. Zum einen, so viel ich Bescheid weiß, ist dieses Twitter-Profil alt. Zum anderen wird hier der Täter in Verbindung mit Querdenken gebracht, was der Oberstaatsanwalt explizit dementierte. Und es wird unterschwellig argumentiert, also Querdenken sei hier mit verantwortlich, finde ich beachtlich. Ich meine, dass ich diese Frage am Mittwoch bereits beantwortet habe, aber ich will das auch gerne nochmal wiederholen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, um zu sagen, welche Kausalitäten hier im Einzelnen zu dieser Tat geführt haben. Danke. Wobei es ganz generell unabhängig von dieser Frage hier erstaunlich ist, wie viele von denen, die bei religiös motivierten Anschlägen regelmäßig sagen, Einzeltat, psychisch kranker Täter, man darf das nicht verallgemeinern, hat nichts mit bestimmten religiösen Richtungen und dergleichen zu tun, plötzlich genau das Gegenteil tun, wenn es um eine schreckliche Tat geht, die aus einer anderen Richtung kommt. Und ich kann hier auch keine Spekulation darüber anstellen. Nochmal danke. Ob einzelne Profile in den sozialen Medien hier vielleicht beigetragen zu haben. Da bitte ich um Verständnis, dass die Behörden von Rheinland-Pfalz hier die Ermittlungen führen. Die Ermittlungen werden ja jetzt aktuell noch geführt. Es liegen noch keine definitiven Ergebnisse vor. Und solange ist es reine Spekulation, zu sagen, dass aufgrund von gewissen Twitter-Kanälen hier dieser abscheuliche Mord entstanden ist. Erstaunlich, aber da spricht mir die Regierung, nun gut, nicht die ganze Regierung, aber konkret das Innenministerium aus dem Herzen. Nachfrage. Ich meine, der Mord ist der Anlass für die Frage, aber die Frage war so formuliert, dass sie eigentlich generell auf also die Rolle der Medien anspielt. So habe ich die Frage nicht verstanden, aber vielleicht habe ich sie ja falsch verstanden. Stopp, 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 ich habe sie mir extra nochmal angehört, die Frage. Und wenn man sie ganz streng nimmt, dann ist es tatsächlich so, dass das beide getrennt wurde. Aber wenn man die schnell anhört, und darum ist es auch bei mir so hängen geblieben, wurde das so schön zusammengeframt, dass es beim normalen Zuhörer eben hängen bleibt, dass das miteinander zu tun hat. In meinen Augen klassisches Framing. Oder dieser Politiker. Also ganz unabhängig von den weiteren Ermittlungen, sehen Sie eine Verrohung des Debattenklimas in Deutschland? Nicht nur durch diese oft kritisierten sozialen Medien, sondern auch durch Amtsträger, gewählte Volksvertreter oder gewisse Medien, die sich vor allem bei der Diskussion um die Corona-Politik dahingehend äußern, dass beispielsweise die Bundesregierung eine Diktatur einführt, gegen die es man Widerstand leisten muss. Und auch hier wird wieder geframt, es geht nicht darum, ob allgemein Medien eine Verantwortung haben, sondern die Medien, die regierungskritisch sind, und die werden dann auch gleich wieder diskreditiert, indem man sagt, die würden eine Diktatur sehen. Faszinierend. Vielleicht wird Herr Seibert sich dazu äußern. Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Normalerweise ärgere ich mich ja, wenn die Regierung sagt, sie hat den Ausführungen nichts hinzuzufügen. In diesem Fall in meinen Augen die einzig richtige Antwort. Herr Hönig dazu. Hat sich jetzt erledigt. Herr Jung. Mich würde zunächst mal interessieren, zu der Aussage, die Herr Seehofer verbreiten lassen hat am Mittwoch, warum er die Tat sofort in Zusammenhang mit anderen extremistischen Spektren gebracht hat. Er hat ja gesagt, wir verzeichnen hier eine Zunahme, ob im links- und rechtsextremistischen, islamistischen oder antisemitischen Bereich. Warum macht er da gleich quasi Whataboutism? Interessant, wenn man darauf hinweist, dass es allgemein in unserer Gesellschaft ein Problem gibt, dass der Extremismus zunimmt, dass dieses Problem aus verschiedenen Seiten kommt, dann ist es für Herrn Jung Whataboutism,
Also umgekehrt, darf man nur auf Extremismus aus einer gewissen Seite hinweisen? Interessant. Und stimmt diese Aussage überhaupt? Also, dass es eine Zunahme zum Beispiel im linksextremistischen Bereich gibt, worauf fußt sich diese Aussage? Gut, dass ich kein Lehrer bin, sonst müsste ich jetzt eine schlechte Gedächtnisnote verteilen, denn ich kann mich sehr gut erinnern, dass in der gleichen Bundespressekonferenz vor gar nicht allzu langer Zeit Bundesinnenminister Seehofer aufgetreten ist und über die Zunahme von linksextremer Gewalt gesprochen hat. Und Herr Jung hat das offenbar vergessen. Es kommt natürlich auch immer darauf an oder manchmal, was man gerne hören möchte. Ja, Herr Jung, ich glaube, dass die Aussagen des Innenministers hier für sich stehen und auch keine Einsortierung meinerseits erfordern. Die Zunahme der politisch motivierten Kriminalität war ja auch hier an dieser Stelle zuletzt häufig ein Thema. Auch Herr Dr. Wede erinnert sich daran, heute in Hochform der Sprecher von Herrn Seehofer. Das heißt, es ist eine faktisch richtige Aussage, sind Sie da sicher, was er da gesagt hat? Die Aussagen des Innenministers stehen für sich und das kommentiere ich hier nicht. Gut, ein kleines Abkratzen an der Hochform, da hätte man Bescheid wissen können, sich erinnern, dass der Linksextremismus bzw. dessen die Straftaten aus diesem Milieu zugenommen haben. Aber gut, man kann auch nicht alles wissen und der Fokus liegt eben nicht so sehr beim Linksextremismus bei uns. So, gibt es weitere Fragen zum Thema Gas? Dann hat Herr Dr. Wendt nochmal das Wort. Ja, ich habe mir eben nochmal die Zahlen im jüngsten Verfassungsschutzbericht angeschaut zur Zunahme der extremistischen Zahlen. Und da Herr Jung danach gefragt hatte, würde ich die jetzt hier ganz gerne nachreichen. Straftaten im rechtsextremistischen Bereich, da sind die Straftaten von 2019 auf 2020 gestiegen. Und zwar von 21.290 auf 22.357. Linksextremistisch motivierte Straftaten sind in diesem Zeitraum ebenfalls gestiegen, und zwar von 6.449 auf 6.632. Und im Bereich religiöse Ideologie gab es ebenfalls einen Zuwachs, und zwar der extremistischen Straftaten, und zwar von 362 auf 409. Zu weiteren Details würde ich dann aber tatsächlich auf den Verfassungsschutzbericht verweisen. Auch das ist leider etwas irreführend, weil im rechtsextremen Bereich es die sogenannten Propagandadelikte gibt und da wird etwa jede Hakenkreuzschmiererei als rechtsextrem sortiert in der Statistik, auch wenn sie zum Beispiel von einem Islamisten gemacht wurde. Und wenn jemand betrunken durch die Stadt geht, ein Rechtsextremer, und 50 Hakenkreuze schmiert, dann sind das 50 derartige Delikte. Bei den Linken gibt es nichts Vergleichbares. Ein Lenin ist nicht strafbar. Die viel aussagekräftigere Zahl ist die der Gewaltdelikte. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich müsste es nochmal googeln, aber ich habe es relativ fest in Erinnerung, dann ist die Zahl der Gewaltdelikte eben von Linksextremen höher als die von Rechtsextremen. Und das müsste man fairerweise hier immer noch dazu sagen, weil es eben eine ganz andere Kategorie ist. Aber wie gesagt, in dem Fall sicher keine böse Absicht, aber das führt zu einer Verzerrung der Wahrnehmung. Jetzt habe ich noch das Thema Klimastreik und das ist, glaube ich, auch Herr Hönig, richtig? Ja. Herr Sabbat, hier ganz in der Nähe demonstrieren heute wieder Tausende von jüngeren Menschen beim globalen Klimastreik. Inwieweit nehmen Sie als Bundesregierung denn die Kritik wahr? Und inwieweit würden Sie auch einräumen, dass die Regierung, die in der vergangenen Legislaturperiode zu wenig gemacht? Wie weit sind da mehr Anstrengungen nötig beim Klimaschutz? Naja, also erstens mal zu den Klimastreiks, Fridays for Future. Die Bundeskanzlerin hat schon 2019 und seitdem immer mal wieder betont, wie wichtig es ist, dass Menschen sich in Deutschland für ihre Interessen, für ihre politischen Überzeugungen und auch gerade für den Klimaschutz einsetzen. Das begrüßen wir. Und das gilt natürlich auch für junge Menschen und Schüler und Schülerinnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Ort ist, um nochmal die gesamte deutsche Klimapolitik aufzufächern. Niemand kann etwas für seine Assoziationen. Und meine Assoziation heute auf der Bundespressekonferenz war, dass es hier massiv um Agenda-Setting geht, um das
Durchsetzen eigener Gesichtspunkte. Ich habe mich dann selbstkritisch gefragt, machst du das nicht selber auch? Und ich muss dazu sagen, bis zu einem gewissen Grade ja, muss ich offen gestehen, ja. Und wahrscheinlich ist das menschlich und gehört dazu. Das Problem ist aber nur, wenn eben gefühlt 95% eine Agenda haben, eine linke, linksgrüne Agenda, und wenn gefühlt ganz, ganz wenige Einzelne nur eine andere Agenda haben. Jeder Mensch ist subjektiv. Niemand kann völlig objektiv sein. Jeder hat Vorlieben, besondere Themen, die ihn interessieren. Und darum kommt es auf die Mischung an. Und diese Mischung ist in meinen Augen nicht mehr vorhanden. Ja, das muss gesagt sein. Ich hoffe, es ist sachlich. Ich habe gehört, die Satzungsänderung ist jetzt durch. Man darf sich also wohl, so vermute ich, habe keine neue Satzung bekommen, nur noch sachlich äußern, weil in meinen Augen zum Journalismus auch Polemik gehört und auch Emotionen. Herr Rinke, dann Herr Jung. Herr Sabat, da anschließend, die Kanzlerin hatte ja ausdrücklich gesagt, dass Proteste von Fridays for Future willkommen sind, um den Druck zu erhöhen in der Klimapolitik. Jetzt sind wir 2 Tage vor der Wahl. Das ist für mich etwas, was ich eigentlich nur aus dem Sozialismus kenne, wenn die Regierung sagt, Proteste sind willkommen, um den Druck zu erhöhen. Faszinierend, auch dass es niemand auffällt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Kanzlerin auch die heutigen Demonstrationen als Aufforderung an die Parteien begrüßt, die Klimaschutzanstrengungen noch weiter zu erhöhen. Ich habe mich gerade grundsätzlich zu Demonstrationen für eine wirksame Klimaschutzpolitik geäußert. Und ich möchte das jetzt nicht in einen weiteren Zusammenhang mit der Bundestagswahl bringen. Weiter folgt Lob für die Demonstranten. Und wo hat man das? In faszinierenden, in funktionierenden, auch faszinierenden Demokratien erlebt, dass die Regierung Demonstranten, die ja eigentlich formell gegen die Regierung oder gegen die Politik demonstrieren, weil sie ihnen nicht weit genug geht, loben. Man kommt sich vor wie in einem Paralleluniversum. Sie ist einer lebendigen Bewegung von Menschen, jungen Menschen und alten Menschen, die sich für eine konsequente und wirksame Klimaschutzpolitik einsetzen. Ja, was macht denn dann bitte Ihre Regierung falsch, Herr Seibert, wenn die Menschen noch auf die Straße gehen müssen, um zu protestieren? Quizfrage. Dann geht es mit Herrn Jung weiter, dann Herr Jordans. Eine konsequente und wirksame Klimaschutzpolitik gab es ja nicht von der Bundesregierung. Das ist ja genau das, was die jungen Menschen einfordern. Insbesondere, dass kein einziger Klimaschutzplan der Bundesregierung mit dem 1,5-Grad-Ziel, wozu sie sich verpflichtet haben durch das Paris-Abkommen, in irgendeiner Weise kompatibel ist. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Räumen Sie ein, dass diese Bundesregierung zu wenig getan hat? Also die Kanzlerin hat ja selbst bei der Sommerpressekonferenz hier gesagt, dass sie zu wenig getan hat. Geht sie vielleicht heute selber streiken und klagt sich selbst an? Also was die Bundeskanzlerin in der Sommerpressekonferenz hier gesagt hat, steht für sich. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ansonsten ist das, wie eigentlich jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, ihr Statement zu dieser Sache. Ich habe jetzt dem hier nichts hinzuzufügen. Man muss fair sein und Herr Seibert auch bestätigen, dass er recht hat, wenn er einmal recht hat. Und ich fühle das genauso wie er, dass das immer das Gleiche ist. Sein muss. Wir wissen, dass man national handeln muss, europäisch handeln muss und global handeln muss. Und auf allen drei Ebenen ist diese Bundesregierung eine sehr aktive. Aber das ist ja kein Statement, das sind ja Tatsachen. Selbst die Bundesregierung, die, wie Sie sagen, will 2045 klimaneutral sein. Die Tatsachen, die wissen ja, die Tatsachen sagen, dass man 2032 klimaneutral sein muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist noch nicht mal Ihr Ziel, geschweige denn, dass Sie das auf irgendeiner Weise schaffen. Darum weise ich jetzt etwas zurück, dass es ein Statement ist, Herr Seibert. Und ich dachte immer, auf Pressekonferenzen geht es um Fragen. Vielleicht habe ich irgendetwas nicht verstanden in der Journalistenausbildung. Ja, Zurückweisung zur Kenntnis genommen. Das kann ich jetzt nicht anders sagen. Danke. Die Bundesumweltministerin hat ja, ich glaube, in einem Interview gesagt, dass die Aktivisten von Fridays for Future sehr wohl viel erreicht haben. Und mich würde von Ihnen interessieren, Herr Seibert, ob Sie das auch so sehen. So, Sie sind wahrscheinlich keine Journalisten, aber jetzt an Sie trotzdem die Frage. Was glauben Sie, wenn ich den Sprecher der Regierungschefin frage,
Die Regierungschefin sagt das so, sehen Sie das auch so? Was ist dann wahrscheinlich, dass er antwortet? Wie investigativ ist das und wie weit geht es darum, da eine fachliche Auskunft zu bekommen oder darum, etwas einfach nochmal zu wiederholen? Erkenntnisfrage. Man kann es auch umdrehen. Für wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Regierungssprecher dann sagt, nein, meine Regierungschefin äußert sich falsch? Ob ohne diese Demos in Deutschland weniger für Klimaschutz getan worden wäre, als mit den Demos, ob die Druck ausgeübt haben, sowohl auf die Bundesregierung wie auch auf die Parteien in der Vergangenheit. Und die Kanzlerin gibt ja heute, glaube ich, eine Rede virtueller Natur im Zusammenhang mit der UNO-Vollversammlung in New York. Wird da klimamäßig irgendetwas verkündet? Also, zu der Rede kann ich Ihnen jetzt hier noch nichts weiter sagen. Fridays for Future, und das hat die Kanzlerin bereits 2019 mehrfach sehr deutlich gesagt, hat natürlich etwas erreicht. Es ist eigentlich eine unglaubliche Leistung, wenn man überlegt, dass es mit dem Protest einer jungen Schwedin in Stockholm losging. Und ja, es klingt wirklich wie ein Märchen, spontaner Protest einer jungen Schwedin in Stockholm. Wenn Sie sich diese Antwort in Gänze anschauen wollen, verweise ich auf den Kanal reitschusterleerzeichen.de. Da haben Sie die gesamte Bundespressekonferenz. Wir machen hier jetzt weiter. Es ging dann noch sehr ausführlich um das Thema Versorgungssicherheit, Gas und da auch um Russland, ein Spezialgebiet von mir. Und ich weiß, dass Russland Gas sehr gerne als Waffe einsetzt. Deutschland hat den Luxus, die größten Gasspeicherkapazitäten in Europa zu haben. Und während zum Beispiel die Briten per Gesetz verboten haben, dass Ausländer Zugriff auf ihre Energiespeicher haben, ist es in Deutschland so, dass Gazprom bzw. russische Firmen vor allem die Kontrolle darüber haben, eine Frage, die von massiver Bedeutung für die nationale Sicherheit ist. Und darum war ich völlig überzeugt, dass die Bundesregierung sagen kann, wie hoch der Anteil russischer Eigentümer an unseren strategisch so extrem wichtigen Gaslagerstätten ist. Und die Antwort hat mich schlicht und einfach umgehauen. Dr. Baron, ich hatte hier eine Frage übersehen von Boris Reitschuster. Das läuft hier manchmal ein bisschen mit Verzögerung ein. Und da geht es um die Eigentümerschaft an den Gasspeicherkapazitäten in Deutschland. Er fragt, wie viel Prozent der Gasspeicherkapazitäten sind direkt oder indirekt in Hand von russischen Firmen, wie zum Beispiel Gazprom, also die in Deutschland. Das ist eine Frage, die Sie bei den relevanten Marktakteuren erfragen mussten. Die Speicherbetreiber sind häufig Konsortien, die sich aus unterschiedlichen Unternehmen zusammensetzen. Das ist nicht meine Aufgabe, die Konsortien zu benennen. Das müssten Sie bitte am Markt erfragen. Gut, vielen Dank, dass ich da nochmal zurückkomme. Faszinierend. In meinen Augen eine der ureigensten Aufgaben einer Regierung, sich um Energiesicherheit zu kümmern und zu wissen, diese strategisch enorm wichtigen Gasspeicher, wer kontrolliert die? Und die Regierung weiß es offenbar nicht. Oder es ist eine falsche Auskunft hier. Also in einem anderen Land, in einer anderen Zeit würde ich sagen, das ist jetzt hier wahrscheinlich ein Fehler, eine falsche Auskunft. Aktuell muss ich leider sagen, dass ich dieser Bundesregierung das zutraue. Jetzt nehme ich eine Online-Frage, die hier auch schon länger wartet, von Herrn Lücking. Da geht es um Afghanistan. Ich glaube, das richtet sich an das Innenministerium. Es geht nämlich um die Ortskräfte. Wie haben sich die Zahlen der Aufnahmen und Anträge afghanischer Ortskräfte in dieser Woche entwickelt? Und er möchte wissen, ob weitere afghanische Ortskräfte in Deutschland angekommen sind. Ja, ich würde hier ganz gerne auf das Verfahren verweisen, auf das wir uns geeinigt haben, nämlich dass wir zu den Zahlen am Montag Stellung nehmen. Dann wurde es auch noch persönlich. Es ging um die Zukunft von Herrn Merkel nach dem Ende der Merkel-Regierung. Und jetzt habe ich mich schon versprochen, jetzt nannte ich Herrn Seibert Herrn Merkel. Ich bitte um Entschuldigung, es war keine böse Absicht, wirklich. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Mit der Ära Merkel geht ja auch Ihre Ära als Regierungssprecher dem Ende entgegen. Was werden Sie vermissen, was werden Sie nicht vermissen und haben Sie vielleicht ein, zwei Tipps an Ihren Nachfolger? Ich würde Sie auch nochmal fragen, wenn sie dann wirklich zu Ende geht. Also das Wort Ära ziehen wir hier mal aus dem Verkehr im Zusammenhang mit mir. Ich kann Ihnen jetzt gerne mal die Abläufe nach der Bundestagswahl referieren, die vielleicht auch von staatsbürgerlichem Interesse sind. Alles Weitere, da habe ich jetzt keine Antwort für Sie.
wichtig ist zu wissen, wir machen es ja wie alle 4 Jahre, genau wie das Grundgesetz vorsieht. Es gibt auch nach dem Tag der Bundestagswahl eine vollständig handlungsfähige Bundesregierung, die wird weiterarbeiten, wie es unser Grundgesetz vorsieht. Und zur Erinnerung, da gibt es die einschlägigen Artikel 39, 63, 64 und 69. Das heißt, bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages, und die soll am 26. Oktober sein, ist die Bundesregierung als amtierende Bundesregierung im Amt. Und dann anschließend, gegebenenfalls auf Ersuchen des Bundespräsidenten, ist sie geschäftsführend. So läuft das wie alle 4 Jahre in gut geübter Verfassungspraxis. Vielleicht nur zur Erklärung die Nachfrage. Es geht ja ein bisschen darum, dass Sie auch als Person für die Zuschauer, Zuschauerinnen... Ja, aber ich glaube nicht hier bei der Bundespressekonferenz. Da bin ich doch... Da bin ich halt der Regierungssprecher, und das bin ich nach allem, wie es aussieht, auch noch eine Weile. Und wenn ich dann irgendwann mal meine letzte Pressekonferenz habe, sage ich vielleicht 2 Sätze. Okay. Okay, also jetzt liegt mir noch eine Frage zu Corona vor. Die kommt auch von Herrn Reitschuster. So, da geht es um invasive Beatmung und den Zeitpunkt, und die richtet sich an das Gesundheitsministerium. Sie sitzen schon, das ist gut. Laut den Ärzten des Verbandes Pneumologischer Kliniken besteht ein eklatanter Fehler bei der Behandlung von Covid-Patienten durch zu frühe invasive Beatmung, schreibt Herr Reitschuster. Ihr Behandlungskonzept, das Mörsermodell, führt zu dramatisch geringeren Sterberaten und viel weniger Intensivbelegungen. Er möchte gerne wissen, ob Ihnen das bekannt ist, falls es Ihnen nicht bekannt ist, warum es Ihnen nicht bekannt ist, und wenn ja, warum wird in einer Krise die Behebung eines so erfolgreichen Fehlers nicht adäquater angemahnt? Also die Entscheidung für eine medizinische Behandlung, dazu gehört auch die invasive Beatmung, die ist immer eine medizinische Entscheidung, keine politische. Insofern obliegt es den medizinischen Fachgesellschaften als auch natürlich den Ärztinnen und Ärzten vor Ort, diese Entscheidung gegebenenfalls dann halt eben selbst zu treffen. Und dafür gibt es dann auch entsprechende Richtlinien, die aber von den medizinischen Fachgesellschaften entworfen werden und nicht von der Politik. Dankeschön. Diese Frage hat ebenso wie meine zweite Corona-Frage Dr. Gunther Frank angeregt, ein Corona-kritischer Mediziner, der auch das Buch Der Staatsvirus geschrieben hat, und er hat diese Antwort dann auseinandergenommen, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass man sich bei der STIKO ja sehr wohl einmische, und die Analyse von Dr. Frank von den Antworten, die ausgesprochen spannend ist, die finden Sie auf meiner Seite, und er geht da sehr hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Er ist sehr fundiert in seinen Ausgaben, unter anderem sagt er, mit den Antworten habe das Gesundheitsministerium belegt, dass eine epidemische Lage nie gerechtfertigt war. Und zu Herrn Seibert sagte er, er habe den Ernst der Lage nicht annähernd verstanden beim Thema Impffolgen. Aber all das auf meiner Seite, das würde hier zu weit führen. Und es sind ja auch Aussagen von Dr. Frank. Sehr, sehr spannend. Schauen Sie sich das an. Der Artikel hat die Überschrift Arzt-Spansprecher belegt, dass epidemische Lage nie gerechtfertigt war. Ich habe noch eine Corona-Frage, da geht es, die kommt auch von Herrn Reitschuster, da geht es um die Pflege, Covid-Toten in deutschen Krankenhäusern, die aus Pflegeheimen stammen und isoliert und einsam sterben mussten. Und die Frage ist, ob es Pläne dafür gibt in der Zukunft, wie man das ändern könnte. Also ich meine, Entschuldigung, aber da sind, ich glaube, die Frage kommt etwas spät. Im Grunde genommen gibt es ja seit Beginn dieses Jahres entsprechende Empfehlungen, wie Hygieneschutzmaßnahmen auch in Pflegeeinrichtungen umzusetzen sind. Und es gab auch die Äußerungen des Bundesministers und auch des Pflegebevollmächtigten, dass wir in so einer Situation, dass tatsächlich Pflegebedürftige
einsam in ihren Zimmern, in den Heimen verbleiben müssen, dass die nicht wieder vorkommt. Und wie gesagt, dafür gibt es halt eben Grundlagen. Es gibt Hygieneschutzmaßnahmen, an die sich auch die Einrichtungen halten. Es gibt Testkonzepte für den Besuch von Pflegebedürftigen in Pflegeeinrichtungen. Und diese Dinge sind auch alle nachzulesen in den Empfehlungen des RKI. Vielen Dank. Und man kann es immer nur wieder sagen, wir haben ja ganz mit Bedacht in dieser Bevölkerungsgruppe der Pflegebedürftigen, der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, mit dem Impfen begonnen. Das Impfen bietet den allerbesten Schutz und vermeidet eben, dass es so wie im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres zu schrecklichen und auch einsamen Toten kommt. Das RKI hat ja in seinem Wochenbericht von gestern die Impfeffektivität der letzten 4 Wochen abgeschätzt. Impfen bietet einen Schutz vor Hospitalisierung für die über 60-Jährigen, sage ich jetzt mal nur, weil das ist die Gruppe, von 95%, für die unter 60-Jährigen von 96%. Es bietet einen Schutz vor intensivmedizinischer Behandlung für die über 60-Jährigen von etwa 96% und von 97% für die 18- bis 59-Jährigen. Also deswegen gerade für diese Gruppe, aber im Grunde für jeden von uns, Impfen bietet wirksamen Schutz. Herr Reitschuster schickt noch mal hinterher, es sei nicht, ging ihm nicht um die Zustände für die Sterbenden in den Pflegeheimen, sondern in den Krankenhäusern. Ich denke, wir hatten seine Frage verstanden. Gut, dann danke ich dafür. Das sehe ich völlig anders. Und in meiner Frage, die etwas verkürzt vorgelesen wurde, die noch ausführlicher war, ging es explizit um die Zustände in den Krankenhäusern. Dr. Frank kommentierte, ich denke, Herr Seibert hat den Ernst der Lage nicht annähernd verstanden dazu. Und weiter, Herr Seibert dokumentiert ein weiteres Mal, dass der Regierung die Wirklichkeit egal ist, auch wenn dadurch viele Menschen zu Schaden kommen. Das ist die Analyse von Dr. Frank ausführlich auf meiner Seite nachzulesen. Dazu, Herr Rinke. Also zu Corona nicht. Genau. Ja, also Corona ist der Obertitel, ja. Okay. Auch eine Frage ans Gesundheitsministerium. Wenn wir jetzt am Wochenende mal auf die Zahlen gucken, und zwar die verschiedenen Indikatoren, dann gibt es ja überall einen Rückgang. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, und das nicht zum ersten Tag, sondern jetzt schon ein paar Tage lang, wie das Gesundheitsministerium die Lage einschätzt. Ist es Zeit für eine Entwarnung in der Corona-Pandemie oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, es ist in der Tat so, Herr Rinke, dass wir derzeit in vielen Bereichen einen Rückgang der Zahlen erleben. Wie sind diese Zahlen einzuschätzen? Also wir gehen davon aus, dass die derzeitige Entwicklung auf den Rückgang des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen ist. Auch eine Abnahme der im Rahmen des Schulanfangs diagnostizierten Infektionen ist durchaus zu verzeichnen. Und vor dem Hintergrund der erreichten Impfquote und der Einführung der 2G- bzw. 3G-Regelungen in vielen Bereichen ist es wahrscheinlich auch zu einer Abnahme von Infektionen gekommen. Grundsätzlich ist es aber noch zu früh, jetzt von einer Entwarnung oder von einem anhaltenden Trend zu sprechen. Also die Gründe hatte ich ja gerade eben genannt. Und ja, warum denn eigentlich? Schweden schafft die Corona-Maßnahmen faktisch ab. Viele andere Länder haben sie massiv zurückgefahren. Und bei uns ist es immer noch zu früh, zu früh, zu früh. Wie gesagt, der Minister hat sich auch mehrfach zu diesem Thema geäußert. Ein umfangreicher Impfschutz führt halt eben dazu, dass wir gut durch Herbst und Winter kommen. Und daher rufen wir auch weiterhin halt eben die Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, weiterhin dazu auf, sich zu impfen. Ich verstehe jetzt offen gestanden nicht, was das mit der Frage zu tun hat. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt schon nach 1 Uhr nachts ist, während ich das schneide. Aber ich habe den Eindruck, dass es, egal was gefragt wird, dass immer ein Impfaufruf dazukommt. Und nicht immer natürlich, aber sehr oft. Eine kurze Nachfrage. Die Tests an den Schulen finden ja immer noch statt, sind möglicherweise ja auch ein Grund dafür, warum das Anschwellen der Zahlen bei Schuljahresbeginn dann wieder abflachten. Ist das Gesundheitsministerium dafür, dass diese zweimal Tests pro Woche Anforderungen in den Bundesländern auch in den nächsten Wochen und Monaten erhalten bleiben?
Also grundsätzlich ist das halt eben eine Entscheidung, die die Länder zu treffen haben. Aber wir haben uns ja mehrfach halt eben dazu geäußert, dass umfassende Tests halt eben in Schulen weiterhin notwendig sein werden. Herr Jordans. Ja, das ist eine Frage ans BMG, aber nur indirekt zu Corona. Ja, dann ja. Machen wir mal indirekt. Deutschland und Frankreich haben heute Herrn Tedros für eine weitere Amtszeit als WHO-Chef nominiert. Er ist ja schon ein bisschen in der Kritik gewesen, auch wegen seiner China-Nähe am Anfang der Pandemie. Ich würde gerne wissen, ob Sie da irgendwie eine offizielle Begründung haben, warum Deutschland ihn für eine weitere Amtszeit nominiert. Wenn wir da eine offizielle Begründung geben können, dann würde ich die gerne nachreichen. Das ist nun wirklich erstaunlich. Der Chef der WHO ist ja nun wirklich extrem umstritten wegen seiner Nähe zu China, wegen dieser vielen Fragen in der aktuellen Corona-Politik, wegen seiner Vergangenheit bei den Kommunisten in seiner Heimat, aber die Deutschen, die empfehlen ihn faszinierend. So, es ist etwas ausführlich geworden heute. Entschuldigung, ich verspreche, beim nächsten Mal fasse ich mich wieder kürzer, aber wir sind ja auch kurz vor der Bundestagswahl und um die ging es auch noch in einer Aussage von Herrn Seibert und die fand ich bemerkenswert, weil er faktisch die Bürger dazu aufrief, sich nicht in kritischen Medien zu informieren, sondern bei offiziellen Stellen, beim Bundeswahlleiter oder der Bundeszentrale für politische Bildung, von der Kritiker sagen, sie sei ein rot-grünes Sprachrohr. Also faszinierend, wozu der Sprecher der Bundesregierung hier aufruft. Die Sicherheit der Bundestagswahl ist ein hohes Gut. Das Wahlrecht ist ein wesentliches Grundrecht, eine Grundlage unserer Demokratie. Und deshalb möchte ich nochmal auf die Informationen des Bundeswahlleiters hinweisen. Er hat hier in der Bundespressekonferenz und auf vielen Kanälen klar gesagt, dass die Wahl und der Wahlprozess gesichert sind und die ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet ist. Er hat insbesondere auch klar gesagt, dass die Briefwahl ebenso sicher wie die Urnenwahl ist. Und so war es seit diese Möglichkeit zu wählen, die Briefwahl nämlich 1957 eingeführt wurde. Der Bundeswahlleiter hat auch deutlich gemacht, dass man sich vor allem in den sozialen Netzwerken auf Desinformationskampagnen einstellen muss. Und wir alle wissen, es werden gezielt Desinformationen verbreitet, um Unsicherheit zu schüren. Bei manchen der Absender solcher Desinformationen sticht die politische Absicht klar ins Auge. Und deshalb ist es so wichtig für die Bürger und Bürgerinnen, wenn sie Fragen haben, sich zu informieren und sich auf den Seiten des Bundeswahlleiters zu informieren oder auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung. Vielen Dank, Herr Seibert. So, das war es für heute aus der Bundespressekonferenz. Bei der nächsten am Montag bin ich wieder in Berlin. Da gibt es keine Regierungssprecherpressekonferenz, sondern Pressekonferenzen von Parteien zur Bundestagswahl. Die nächste Regierungssprecherpressekonferenz ist dann am Mittwoch. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like hier, bringen Sie die Algorithmen in Schwung mit einem Kommentar. Unterstützen Sie als alternative GEZ und so sorgen Sie für Glasnost, dass diese Bundespressekonferenz hier auch übertragen werden kann, denn die Aufnahmen müssen ja aufgekauft werden. Vielen Dank, alles Gute, ciao, auf Wiederhören.
würde ich gerne nachrechnen. Danke. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und auch auf die Gefahr hin, dass es zur Tradition wird, obwohl ich das nicht will, heute statt einem schlimmen Versprecher von mir oder irgendeinem Missgeschick oder einem Witz noch ein paar Aussagen, die regierungsamtlich sind, von Herrn Seibert von der Bundespressekonferenz unter dem Motto, was man sonst nicht hören will. Danke, alles Gute und jetzt wirklich ciao. Ich wollte vielleicht, wenn ich darf, vorher als Ihr Dauergast dem neu gewählten Vorstand der Bundespressekonferenz, dem Sie ja auch angehören, nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Wenn ich das richtig sehe, ist der Vorstand, der neue Vorstand, der alte Vorstand und hinzugekommen ist Herr Gerhardt, der die Bonner Mitglieder vertritt. Also Ihnen allen danke für die Bereitschaft, sich da zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass Sie da einen ganz erheblichen Beitrag zu dieser für unsere demokratische politische Kommunikation so wichtigen Institution leisten. Das wollte ich bei der Gelegenheit gesagt haben. Grüßen Sie die anderen. Vielen Dank. Dann nehme ich im Namen des Vorstandes das herzlich entgegen und freue mich, dass der alte Vorstand und der neue Vorstand der eingespielte Vorstand ist, was bei einem Ehrenamt auch Reibungsverluste sozusagen vermeidet. Ja, genau. So gehen Sie gut aufgestellt in interessante Zeiten.